uns kommen vor allem aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Nigeria, Mali, Eritrea und Somalia. Heute möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in den Alltag und auch ein bisschen in das Schicksal von unseren Flüchtlingen geben. Guten Tag, ich komme aus Nigeria. Ich heiße Osayame Fina. Ich beginne in Deutschland, weil es das beste Land für mich ist. Was mussten Sie denn da den Schleppern bezahlen? 9000 Euro pro Person. Hallo Tyra, hallo Bianca, hallo, wie geht es euch? Heidi, es geht uns leider nicht so gut. Die Heizung funktioniert nicht. Was soll das bedeuten? Die Heizung funktioniert nicht? Sie ist kalt, kaputt. Kannst du bitte den Monteur rufen? Aber Tyra, es ist Sommer, es ist August, die Sonne scheint draußen. Wir frieren trotzdem. Dann zieht euch doch etwas Warmes an oder geht raus in den Garten und bewegt euch. Jetzt ruft einer von euch beiden den Khaled an. Sofort. Wo ist er eigentlich? Abgeschoben. Heute Morgen, Christopher. Da. Abgeschoben? Oh Gott. Abgeschoben. Kommen hierher, weil sie Asyl brauchen. Und es ist schwer, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, wenn man die Sprache nicht beherrscht, wenn man nicht weiß, zu welchen Behörden man gehen muss. Dafür gibt es den Helferkreis Asyl. Wir betreuen hier in Ottobrunn, in dezentralen Unterkünften, auch in Hohenbrunn, rund 200 Flüchtlinge. Und wir helfen, so gut es geht, in allen Lebenslagen.